Transformatorberechnen ist im Prinzip genau das gleiche, als wenn ich das Hebelgesetz anwende. Aber ich komme dann gleich nochmal drauf. Grundsätzlich, das ist so ähnlich wie, doch so ähnlich wie beim Hebelgesetz. Ganz langer Hebel, ganz kurzer Hebel und so weiter und so fort. Also, die Formeln, die findet man in jeder Formelsammlung, da kann man einsetzen und so weiter, umstellen, Peng, ausrechnen. Ich erkläre gleich, was dabei rausgekommen ist. Das sieht jeder selber, das ist nicht das Problem. Ihr könnt ja das Video anhalten und nochmal gucken, was da passiert ist. Aber weshalb das so spannend ist, also, weshalb ich sage Hebelgesetz, gehen wir nochmal auf das Hebelgesetz ein. Wenn ich einen kurzen Hebel habe, kann ich eine ziemlich große Kraft darauf einwirken lassen, um das Gleichgewicht herzustellen. Und hier habe ich nur eine kleine Kraft, dafür aber einen langen Weg, einen langen Hebel. Ha, jetzt kommt aber das Spannende an der ganzen Geschichte. Das Gleiche ist hier auch. Wenn ich sage, die Leistung, die primär in den Transformator reingegeben wird, muss ja der Leistung, die sekundär entnommen wird, gleich sein. Dann kann ich auch für PSU mal I links auf der Seite der Gleichung U' mal I' einsetzen und auf der rechten Seite die sekundären Spannungen und Ströme. So, wenn ich das mache, sieht man tatsächlich, es kommt 50 Ampere raus. Das ist furchtbar viel. Das nimmt man zum Beispiel beim Schweißtrafo. Da macht man es so, dass man mit sehr vielen primären Windungen und ganz wenig sekundären Windungen, aber dafür einen ganz dicken Draht, deswegen habe ich den extra dicker gemalt, wahnsinnige Ströme erzeugen kann. Wie das alles dann richtig funktioniert und wie das nochmal ganz einzeln erklärt wird, dazu führe ich dann hier einen Link irgendwo an, hier unten oder ja, irgendwo. Und dann könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe und ausführlich angucken. Aber haltet das Video ruhig an und guckt euch das mal an. So schwer ist es gar nicht. Wie gesagt, wer die Erklärung haben will, dann auf den Link klicken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen.